Lost ist das Jugendwort des Jahres 2020 in Deutschland. Also being lost, verloren sein. Ich habe dieses Wort aufgeschnappt, weil es, ich habe den Eindruck, vieles zusammenfasst, vieles mitschwingen lässt, was so momentanes Lebensgefühl ist von Leuten. Being lost, das heißt verloren in einem zu viel an Ansprüchen, an Erwartungen, in einem zu viel auch an Informationen, an News, an schrecklichen Dingen, die wir hereinbekommen, die wir nicht mehr durchschauen können. Being lost, da schwingt sehr viel mit. Und mir gefällt dieses Wort eben als mit dieser Übersetzung die Verlorenheit auch auf den Punkt bringt, eine tief in uns sitzende Angst, irgendwie im Verloren zu sein, in dem zu vielen. Auch in der Zuvielisation, dieser Ausdruck mag ich sehr gerne, weil das eben auch ausdrückt, dass wir auf unserem Wohlstandsniveau oft auch Getriebene sind, im zu viel, im Optimieren aller Lebensbereiche, im Perfektionieren. Es wird dann zu viel und man treibt sich und die Umgebung auch in eine Erschöpfung. Also being lost ist so ein zeitdiagnostisches Wort, das mir sehr, sehr gut gefällt und das möchte ich mit euch einmal teilen. Wozu führt dieses Lost? Es führt dazu einerseits zu einer Lähmung, wenn man sich nicht mehr fähig weiß, irgendetwas zu tun oder verändern zu können, oder zu einer Aggression. Und beides lässt sich auch jetzt beobachten angesichts dieser terroristischen Anschläge. Einerseits sind Menschen wie von Angst gelähmt und andererseits werden sie aggressiv. Und ganz naheliegend ist, dass man jemandem Schuld zuweist, dass man eine Ausgrenzungsstrategie wieder bemüht und sagt, die gehören gar nicht zu Österreich und wer ist da alles unser Land? Und man beginnt mit diesen generellen Verdächtigungen. Das ist verständlich, aber mit Sicherheit keine Antwort, die uns als Menschen zusammenbringt und die unsere Gesellschaft aufbaut oder eine Zukunft hat. Und da braucht es ein ganz deutliches Nein, obwohl man sich manchmal auch verloren fühlt und das nicht nur bei anderen diagnostiziert. Nein, ich möchte nicht zu dieser Waffe der Ausgrenzung, des Verurteilens, der Verdächtigung greifen. Nein. Aber wie kann das jetzt gehen? Mitten in so einer nervösen Zeit, doch irgendwie Mensch zu sein, bewusster zu leben, verbundener zu leben, verantwortungsvoller zu leben, wie kann das gehen? Wir haben jetzt in diesen Tagen viele große Worte gehört, zum Beispiel Liebe ist stärker als der Hass oder lassen wir uns nicht vom Terror in die Falle treiben, dass wir unsere Freiheit aufgeben. Dieses Geschäft mit der Angst, unterbrechen wir das. Oder ganz schöne Worte, die ein Mann gesprochen hat, als in Paris dieses Attentat passiert ist und seine Frau eben ums Leben kam, er gesagt, ihr Terroristen, ihr bekommt nicht meinen Hass. Also ganz große Worte, die wichtig sind, weil sie auch Atmosphäre prägen. Ich bin vor allem einigen Politikern auch sehr dankbar, auch unserem Bundespräsidenten, dass er das schafft, wieder mit einfachen, präzisen Worten auch zu deuten. Nicht aufzublähen, weil es gibt auch einen Pathos der Worte. Worte sind kostbar. Sie können deuten, Klarheit geben. Aber wenn sie nicht mit Leben gefüllt sind, bleiben sie auch wieder leer. Was muss also diese großen Worte noch begleiten, damit, wenn wir von Liebe sprechen, das nicht nur etwas Leeres und Belangloses wird oder was Kitschiges. Erstens Entscheidung für das Gute. Das braucht es an jedem Tag zu sagen, ich möchte dem Bösen in mir keinen Raum geben. Ich sehe das Gute in meinem Nächsten, ich sehe es auch in mir, ich sehe es in meinem Umfeld. Ich möchte hinschauen auf das, was gelingt. Ich lasse mich in den Sog des Negativen nicht hineinreißen. Also Entscheidung für das Gute, das braucht es an jedem Morgen. Ich möchte ein Licht hereinlassen. Durch möglichst viele Spalten meines Lebens, meiner Existenz an diesem Tag. Entscheidung für das Gute.
Und wer sich für das Gute entscheidet, wird das Gute sehen, das Gute vermehren, nicht das Böse. Das Böse bläht sich immer wahnsinnig auf. Deswegen braucht es eine Entscheidung für das Gute. Das Zweite, jeder von uns hat Bedürfnis nach Trost. Ich habe das in dem Buch, das ich jetzt vor kurzem mit Michael Leofer geschrieben habe, herausarbeiten können. Jeder ist trostbedürftig. Aber entscheidend ist, dass wir nicht den Trost suchen als etwas, was uns beflügelt wieder oder Ruhe gibt oder aufbaut. Also wie ein Konsumgut, das ich genießen möchte, da wird man oft enttäuscht. Sondern, dass ich mich frage, wo kann ich für jemanden da sein? Wo kann ich mich für jemanden involvieren? Nicht nur über schöne Welt philosophieren, sondern irgendwo Gesicht zeigen, sich die Hände schmutzig machen, sich persönlich involvieren lassen. Wenn unser Papst Franziskus von der sozialen Freundschaft spricht, die es jetzt braucht, dann meint er genau das, Menschen, die der Herausforderung ihrer Umgebung nicht ausweichen, sondern bereit sind, sich zu involvieren. Auch mit der persönlichen Unfertigkeit, mit allem, was man sozusagen in der Metapher gesprochen an Baustellen mit sich trägt, mit den eigenen Grenzen, mit dem eigenen Versagen. Trotzdem, ich kann für jemanden da sein. Und gebraucht wird jeder von uns in seiner Umgebung. Also für jemanden da sein, jemand trösten und nicht warten, getröstet zu werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel. Das Dritte, wir müssen Zusammenhänge beobachten, Dinge versuchen auch zu durchschauen. Es braucht Leute, die ja, Fakten studieren, die bewusst lesen, die mehrere Zeitungen lesen, die Querdenken versuchen. Es gibt wahnsinnig viel gefährliche Simplifizierungen und die muss man aufbrechen. Also ich traue euch zu, dass ihr das tut und bewusst auch nachfragt, warum gibt es so eine Schieflage in unserer Welt? Was ist denn da schuld? Im internationalen Handel, in der Art und Weise, wie unsere Finanzwirtschaft, Geldwirtschaft funktioniert, mit der Verteilung der Güter, mit dem Ausschließen von Menschen, was passiert denn an den Grenzen Europas und so weiter. Also hinschauen, lesen, sich erkundigen, nicht mit simplifizierenden Antworten zufrieden zu sein. Das ist ein ganz wichtiger Auftrag aus Liebe. Nicht, weil man besonders kritisch sein will oder weiß Gott, welche politischen Ambitionen hat, sondern es ist ein Auftrag der Sorgfalt und der Verbundenheit mit Menschen, die ja, sehr zu kämpfen haben, die eine große Last zu tragen haben, die sich ausgegrenzt, ausgeschlossen fühlen. Also, wenn wir sagen, wir möchten der Liebe Raum geben, heißt das auch, Intellekt anstrengen, sich kundig zu machen, zu diskutieren, in den Dialog zu treten. Zum Dialog, zu einem wirklich hörenden, hinfragenden Dialog gibt es keine Alternative. Ich habe das selbst oft auch erfahren in Graz. Ich war da in einem multikulturellen Viertel als Pfarrer eben 17 Jahre lang. Wir haben versucht, Begegnungen zu inszenieren, Menschen einzuladen oder hinzugehen. Wir haben interreligiöse Begegnungen veranstaltet. Und das waren doch kleine Schritte. Und mit der Zeit ist eine Atmosphäre der Freundschaft gewachsen. Da scheint mir das ganz wichtig zu sein, dieses Ferment der Freundschaft. Das braucht es, sonst polarisieren wir unsere Gesellschaft und treiben immer mehr einen Spalt hinein. Also es gibt keine Alternative zu diesem wirklich sich füreinander zu interessieren. Der vierte Punkt, ich möchte euch junge Menschen ermutigen, den Glauben zu wagen. Und damit meine ich zuerst einmal zu reflektieren, da ist doch eine Quelle, von der wir kommen, zu der wir zurückkehren. Wir dürfen sie Gott nennen, den liebenden Vater, der auch wie eine Mutter für uns sorgt. Und wir sind Kinder, Söhne und Töchter dieses einen himmlischen Vaters. Das verbindet uns. Und deswegen können wir auch sagen, Fratelli tutti, wir sind alle Geschwister. Und dieser lebendige, große Gott hat ein Auge, eine Sorge, ein Herz für alle Menschen. Der grenzt niemanden aus. Wenn wir uns zu ihm bekennen, dann verbindet uns das. Das Zweite,
Denn Glauben wagen heißt, sich mit Jesus zu beschäftigen. Es ist der verwunderte Gott. Ich habe diesen Ausdruck bei Thomas Schalick gefunden und der gefällt mir sehr gut. Er hat sich verwunden lassen durch die Armut, in die er eingetaucht ist. Er hat sich verwunden lassen dadurch, dass er sich für Ausgegrenzte eingesetzt hat, Gemeinschaft gestiftet hat und sie haben auf ihn gezeigt. Sie haben dieser Fresser und Säufer oder weiß der nicht, die sind doch unrein, warum beschäftigt er sich mit diesen Menschen? Dieser verwunderte Gott am Kreuz, das ist Jesus. Und mit ihm sich verbünden heißt, nicht Macht suchen, nicht das Beherrschen anderer, sondern den Platz zu suchen, den dienenden Platz. Er hat sich entäußert. Im Englischen heißt diese Übersetzung, ist ein Vers aus dem Philipperbrief, also Jesus hat sich entäußert bis zum Tod, heißt he emptied himself. Er hat sich leer gemacht. Warum? Um uns Raum zu geben, um uns einen Platz in seinem Herzen zu geben. An diesen Jesus ist es möglich zu glauben, zuerst am besten sich zu beschäftigen mit dem, was er gesagt hat, wie er gelebt hat. Und zum Glauben gehört auch der inspirierende Geist. Das ist christliche Spiritualität. Ein Gott und Vater aller Menschen, Gott, der sich involviert hat, der sich selbst preisgegeben hat, verwunden ließ und der mit seinem Geist, man sagt, mit seiner Herzensenergie unter uns wirkt. Das ist eben dieser wunderbar zärtliche und doch so starke Heilige Geist. Christliche Spiritualität heißt, sich auf diesen Gott einzulassen. Das ist, klingt jetzt vielleicht so wie eine Werbeeinschaltung, soll es auch sein. Aber ich kann das von mir selbst bezeugen. Ich merke immer mehr, wie wunderbar es ist, an diesen Gott zu glauben, der Einheit und Vielfalt gleich ursprünglich ist. Weil wir eben in dieser Welt leben, wo einerseits es total wichtig geworden ist, dass das Individuum geachtet wird, der einzelne Mensch. Und es wird auch sehr hoch gespielt in unserer Gesellschaft, der Einzelne, das Subjekt mit dem Freiheitsbewusstsein, mit den Freiheitsansprüchen. Ja, wichtig. Und vor allem niemanden ausschließen. Jeder Mensch ist wichtig, einzigartig, mit Würde begabt. Und zugleich aber Gemeinschaft. Gemeinschaft ohne diesen Verbund zusammen und dieses Vernetztsein gibt es kein menschliches Leben. Wir sind auf ein Du hinausgerichtet. Und wie geht das aber zusammen, der Einzelne und das Wir? Es muss miteinander verschränkt sein. Wenn ich nur das Einzelne oder die Einheit betone, dann leidet das Wir, die größere Gemeinschaft, die Vielfalt. Wenn ich nur Vielfalt betone, Gemeinschaft betone, kann der Einzelne unter die Räder kommen. Also diese Einheit ist wichtig und die ist in Gott begründet. Er ist eins und drei, der dreifaltige Gott. Aber ich kehre jetzt noch einmal zurück. Begonnen habe ich mit dem Wort lost, being lost. Das ist eine tragische Erfahrung für viele Menschen, die auf die Verliererstraße gedrängt wurden. Auch wahrscheinlich dieser Attentäter. Es liegt an uns zu achten, dass niemand auf diese Verliererstraße eben gedrängt wird, dass jeder Anschluss findet, auch teilnehmen kann. Also wir brauchen gerade jetzt in dieser herausgeforderten Zeit mehr an sozialer Freundschaft, mehr an Investition für die Gemeinschaft und nicht weniger. Being lost, das Gegenteil heißt being connected. Das ist das, was unser Leben kostbar macht und wertvoll macht, in Verbundenheit sein und in Verbundenheit leben können. Als Mensch, als Christ, als Bischof weiß ich um den Wert christlichen Glaubens, christlicher Spiritualität, möchte das gerne mit euch teilen und ich glaube, aus dieser Quelle heraus könnte vieles an Heil werden und Heilsein für unsere Gesellschaft entnommen werden. Alles Gute und Gottes Segen.